Willkommen zurück beim Nerd Navigator. Heute darf ich euch in einem kurzen Video ein weiteres One-Shot-System vorstellen, nämlich Everyone is John. Es geht um einen schizophrenen Typen und jeder von den Spielern übernimmt eine Stimme in seinem Kopf. Also das Spiel ist eigentlich ganz einfach und basiert auf drei Punkten, die man dazu sagen kann. Das erste ist der Willen, das zweite sind die Skills und das dritte ist die Besessenheit von John. Was kann man unter der Willenskraft verstehen von John? Also die Willenskraft von John ist sozusagen ein Pool von Punkten, auf den jede Stimme in seinem Kopf zugreifen kann. Jede Stimme startet mit 10 Punkten. Wir haben sie damals immer genommen mit 10 Würfeln, die diese Punkte repräsentieren. Und man muss diese Punkte sozusagen einsetzen, um Kontrolle über John zu erlangen. Oder kriegt sie dazu, wenn gewisse Situationen eintreten im Spiel. Oder aber, um sich einen Vorteil zu verschaffen, wenn man versuchen will, John irgendeine bestimmte Situation bestehen zu lassen. Zweiter großer Punkt, die Skills. Da darf sich jede Stimme in Johns Kopf drei ganz einfache Sachen aufschreiben, die sie kann. Ich habe mir damals zum Beispiel genommen, ich kann gut stehlen, ich kann gut Radfahren und ich singe gerne Lieder, als ich John gespielt habe damals. In diesem Fall, wenn man sich aber drei Skillpunkte nimmt, ist es so, dass man mit 7 statt mit 10 Willenspunkten startet. Wenn man sich nur 2 Skills nimmt, startet man weiterhin mit 10 Willenspunkten. Muss man natürlich abwägen für sich, was einen Vorteil und was einen Nachteil gibt. Der dritte große Punkt, den ich eingangs angesprochen hatte, sind die Besessenheiten sozusagen. Das sind Ziele, die man sich setzt als Stimme selber, die John erreichen will. Zum Beispiel, wir erinnern uns, ich konnte eben gut stehlen und Radfahren und singen. Und mein Traum war dann, oder mein Ziel mit John sozusagen, dass ich mit dem Fahrrad in einem Hochhaus die Treppen runterfahre. Hab's leider nie geschafft, weil ich schon daran gescheitert bin, ein Fahrrad zu stehlen. Aber solche Situationen kann man sich nehmen. Und es ist eben das Ziel davon, dass man möglichst viele von seinen Zielen erreicht sozusagen. Man setzt sich immer ein Ziel, da gibt es zum Beispiel drei Schwierigkeiten. Sagen wir mal, zum Beispiel Stufe 1 ist ein Buch lesen, das ist ganz leicht, da kriegt man nur einen Punkt dafür. Stufe 2 kann zum Beispiel sein, ein Rätsel zu lösen und Stufe 3 kann sein, aus einem Helikopter springen oder was weiß ich. Und wenn man das schafft, dann kriegt man natürlich mehr Punkte, weil es viel schwieriger ist, als wenn man nur ein Buch lesen muss. Und es ist somit der Sinn des Spiels, wie gesagt, dass man seine Besessenheiten irgendwie ausformen kann oder leben kann. Ja, wer ist jetzt überhaupt dieser namensgebende John? Also John ist ein schizophrener Mann, der in der Stadt deines Wunsches als DM lebt und der einen Struggle hat, sagen wir mal, mit alltäglichen Dingen dadurch, dass er so viele Stimmen in seinem Kopf hat, funktioniert einfach vieles nicht, was er probieren will. Und hier setzt sozusagen schon ein großer Punkt ein des Rollenspiels, nämlich immer, wenn John etwas versucht, wo man die Möglichkeit hat, zu scheitern darin, wieder um meine John-Stimme zu nehmen, zum Beispiel ein Fahrrad zu stehlen, kann man scheitern, kann man auch nicht scheitern, dann ist es so, dass man würfeln muss, ob man es schafft oder nicht. Die ganzen Folge zu leisten, wenn John vor einer Schwierigkeit steht, muss man als die Stimme, die ihn gerade kontrolliert, einen D6 werfen. Wenn man sozusagen den Skill oder die Übung darin hat, in dem, was man machen will, dann muss man mit einem D6 nur eine 3 oder höher erreichen, um den Skill zu schaffen. Wenn man aber nicht darin geübt ist, muss man eine 6 würfeln, um es zu schaffen. Aber man kann auch, bevor man sozusagen würfelt, eine beliebige Summe an Willenspunkten einsetzen, um ein +1 auf den Wurf zu erhalten. Ja, und aus diesen Situationen heraus setzt nämlich zumeist der Wechsel ein von den Stimmen in seinem Kopf, die Kontrolle über ihn haben. Nämlich immer, wenn John sich verletzt oder scheitert an irgendetwas, kann es sein, dass er einschläft. Und immer wenn er ohnmächtig wird oder einschläft, ist es so, dass man Willenspunkte einsetzen kann, um die Kontrolle über ihn zu erlangen. Wir haben das so gemacht, dass man Würfel in die geschlossene Hand nimmt und die dann umdreht, über den Tisch hält, sodass sie die anderen Spieler nicht sehen. Und auf 3 zeigen dann alle her, wie viele Würfel sie eingesetzt haben. Und der die meisten Würfel eingesetzt hat, darf dann eben die Kontrolle über John
übernehmen. Wenn aber zwei Personen die gleiche Summe an Willenspunkten bieten, dürfen die würfeln und diejenige Person mit der höheren Augenzahl übernimmt dann die Kontrolle über John. Hier kommt aber ein kleiner Clou noch ins Spiel, nämlich wenn du die Kontrolle über John übernimmst, musst du alle Willenspunkte, die du eingesetzt hast, um die Kontrolle zu übernehmen, an den DM abgeben. Das heißt, kontinuierlich, wenn du die Kontrolle über John übernimmst, sinkt deine Zahl an Willenspunkten. Und da sollte man natürlich schauen, dass man möglichst schnell dann seine Ziele erreichen kann, um sich einen Vorteil an Punkten gegenüber den anderen Spielern zu erschaffen. Ein anderes Problem, ein kleines, das noch besteht mit John, ist, dass er leicht abzulenken ist. Oder sehr leicht einschläft, sagen wir mal. Wenn zum Beispiel eine Situation kommt, dass man jetzt im Bus fährt und es dauert länger als 10 Minuten, dann kann der DM sagen, dass John einschläft und man sozusagen die Willenspunkte verschenkt hat, weil dann kommt es wieder, sobald John irgendwo aufwacht, wo auch immer er dann rauskommt, dass man dann wieder würfeln muss und schaut, ob man die Kontrolle über John übernehmen kann mit seinen Willenspunkten, die man einsetzt. Ein großes Problem mit John ist aber, dass er leicht abzulenken ist und noch leichter einschläft. Das heißt, wenn einmal 10 Minuten in der Story nichts passiert, wo man zum Beispiel nur Auto fährt oder nur Bus fährt, kann der DM einen D6 würfeln. Wenn er eine 4 oder höher würfelt, ist es so, dass John automatisch einschläft. Die Voice, die gerade oder die Stimme, die gerade in seinem Kopf die Kontrolle hat, verliert diese, gibt diese ab und man schaut dann, welche Stimme weiterhin die Kontrolle übernimmt. Ja, wie läuft jetzt so eine Session ab? Der DM beschreibt einmal die Situation, in der John aufwacht. Die Stimmen in seinem Kopf haben keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen sind, wie John dorthin gekommen ist und erinnern sich nicht mehr an das, was vorher war. Sie wissen nur, dass sie John heißen und John sozusagen ihre Ziele erfüllen muss. Das Spiel läuft jetzt so lange, bis alle Spieler komplett ihre Willenspunkte aufgebraucht haben und dann wird es beendet. Bis dorthin ist der Spieler dann am Gewinnen sozusagen, der die meisten seiner Obsessions, also seiner Besessensheiten oder seiner zu erfüllenden Ziele erreicht hat und der ist dann der DM für die nächste Session. Zu guter Letzt, wenn John sozusagen, nachdem der letzte Willenspunkt verbraucht wurde, wieder in einen tiefen Schlaf gefallen ist, zeigt man dann offen seine Ziele her, die man hatte als Stimme. Und je nachdem, wie leicht das eben ist, Rang 1, 2 oder 3, kann man die mit 1, 2 oder 3 multiplizieren, zählt es zusammen, was man erreicht hat und schaut dann, wo man steht in der Reihenfolge und dann den Stimmen in Johns Kopf. Es ist natürlich auch so, wenn unabsichtlich eine andere Stimme, ohne es zu wissen, dein Ziel erreicht hat, darfst du dir auch diese Punkte aufschreiben. Das war es eigentlich auch schon mit Everyone is John und ja, ein kurzes Fazit meinerseits noch zum Schluss. Wir haben das Spiel auf der Comic-Con in Wien das erste Mal gespielt. Es war super lustig, es war interessant zum Spielen. Es hat Urli-Gaudi gemacht, vor allem weil man dann aus den Situationen, in denen die anderen Spieler reinmanövrieren, immer wieder rauskommen muss und dann überlegt, ach, wie komme ich jetzt dahin, dass ich mein Ziel erreiche? Und dass man schaut, dass man möglichst schwierige Situationen umgehen kann. Und es kann, sagen wir mal, sehr runterziehend sein, wenn man immer wieder bei Null anfangen muss und nicht dort weitermachen kann, wo man sich das aufgebaut hat. Zum Beispiel, ich hatte das Rad schon mal dann ganz oben auf dem Hochhaus und hätte nur noch runterfahren müssen, bin dort aber gescheitert, eine Tür aufzusperren, sozusagen zum Hochhaus stiegen. Und ja, wir sind dann wieder woanders aufgewacht, wo ich dann mein Rad verloren hatte und weit weg war von dem Hochhausviertel, in dem ich mich ursprünglich befunden habe. Aber es ist wirklich ein geiles, schnelles Partyspiel für zwischendurch. Man kann das ja auch in Zügen spielen beispielsweise, wenn man Freunde dabei hat. Man braucht da ja keine Würfel zum Einsetzen. Da kann man ja Smarties nehmen oder einfach Münzen oder Papierkrumen kleinen, die man sich abreißt und zusammenknüllt. Und ja, es sind viele schöne Situationen gewesen. Wir haben es ungefähr 2 Stunden lang gespielt. Das hat tatsächlich einige Zeit gedauert, was man nicht erwarten könnte eigentlich bei diesem Spiel, wenn man ja so schnell scheitern kann. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich das mal auszuprobieren. Ich stelle euch auch unten in die Beschreibung die Anleitung dazu. Dann hoffe ich, dass für euch die Würfel in Zukunft auch weiterhin günstig fallen und wir sehen uns beim neuen Video wieder.